So, weiter geht's mit Zelda Ocarina of Time. Wir wollen jetzt zu Ganondorfs. Oh wow, wir starten direkt mit der Cutscene. Ich habe auf dich gewartet, Hase. Wer spricht sich da? Oh, es ist Sheik. Was ist los, Sheik? Hase, der Auserwählte. Du hast unzählige Gefahren überwunden und die sechs Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe, ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So hörte denn die Legende, die sich die Sheikah über das Triforce erzählten. Oh nein! Keine Geschichten mehr, auch wenn du einer der besten Geschichtenerzähler bist, aber diese Sequenz haben wir auch schon tausendmal gesehen. Suchst du das Triforce, so hörst du gut zu. Und ich kann's nicht skippen. Es befindet sich im Heiligen Reich. Dies ist ein Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Gut. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels. Ein reines Herz aber verwandelt es in ein Paradies. Bei mir wird das dann ein Paradies des Übels. Das Triforce, Symbol der Macht, birgt das Gleichgewicht dreier Kräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Ich bin Kraft auf jeden Fall. Sind diese Kräfte ausgeglichen? Im Herzen des Triforce-Trägers hat er die Macht, gerecht zu herrschen. Ich glaube, Ganondorf war Mut? Nee. Ganondorf war Weisheit und Zelda war Mut. Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforce in seine drei Fragmente. Nur ein Fragment bleibt ihm, jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Ja, sag ich doch. Sag ich doch. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Triforce finden. Und er schwebt unendlich weiter da oben im Himmel. Noch zwei vom Schicksal Erwählte tragen je ein Triforce-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Okay. Das müsste dann Impa, Marlon und wer noch? Boris. 7 Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle der Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Triforce berührten, wurde die Legende wahr. Als das Triforce in drei Teile zerbrach, gelang es Ganondorf lediglich, das Triforce-Fragment der Weisheit zu erringen. Durch die Macht des Triforce-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt, doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Da sucht er nun die, die auserwählt wurden, Träger der anderen Triforce-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des der Kraft bist du, Hase. Das Symbol des Mutes trägt der siebte Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Was? Was labert die da? Sie hat die Kraft, Meister aller Klassen zu werden. Mit Jackie Chan zusammen. Oh. Rosa Kleid? Blauer Wimpel? Violettes Oberteil? Das kann nur Zelda sein. Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hyrule. Verzeih, dass ich dich stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe. Doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Heute, vor genau 7 Jahren, suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerin Hyrule heim. Oh, noch einmal eine kleine Geschichte oder was. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Ein kleiner Recap hier, ey. Total unnötig. Wirf! Hui! Und Impa so, was war das? Ein Molotow-Cocktail. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Ocarina haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war.
Das ist wahr. Oder einfach mal Bothis die Ocarina geben. Ich meine, er hat die Kraft sogar nach seinem Tod weiter zu geistern. Es kann kein anderer hier, also für mich ist Bothis hier der MVP. Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten. Aber etwas, das ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten hast, bannte dich das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich. Dein Geist ruhte im Vakuum der Zeit. Das Triforce fiel in Ganondorfs blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In all den Jahren gelang es mir, mich als Sheikah zu tarnen und so meinem Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Ja, willst du jetzt Mitleid von mir? Hey, du hast mir 7 Jahre geklaut, so sieht's aus. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. Die 6 Weisen werden neue Siegel schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig schließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alles Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Das sagt jede Zelda in jedem Zelda-Spiel, ne? Und jedes Mal schafft es Ganondorf trotzdem irgendwie zurückzukommen. Hase, um dieses Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen, bis der Plan vollbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die Kraft des Bösen mitten ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Die heiligen Pfeile des Lichts. Du hättest mir die eigentlich schon immer geben können, ne? Oder erscheinen die nur, wenn Zelda ihre Tarnung aufgibt? Her damit. Hey, die Lichtpfeile. Ja, das Licht des Guten zerstört Böses. Okay. Was passiert nun? Link bleibt einfach so in Ruhe. Also ganz ruhig stehen, meine ich. Und nur Zelda wundert sich. Dieses Beben, was geschieht hier? Das darf nicht sein. Ja. Und beide sind nicht mächtig genug, dieses Siegel hier zu brechen. Und Ganondorf hat einfach mal die Kraft, das einfach aus dem Nichts zu erschaffen. Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Also, oh! Aber. Oh! Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Nein, es war nicht seine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforce-Symbols für Kraft. Doch mit dem Element, das er besitzt, und dem Triforce des Mutes, das in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen drei Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Also, ganz ehrlich, Ganondorf, du bist doch schon Herrscher dieser Welt, also. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Oh. Show your moves. So. Dann wollen wir mal zu Ganons Turm gehen. Und ihm gehörig einheizen. Ich habe keine Fee. Das macht mir ein bisschen Sorgen, aber das wird schon irgendwie. Ja, das ist tatsächlich ein kleiner Dungeon, ne? Was ist das? Da hinten ist eine Skulptur, aber das ist ja auch jetzt egal. Ein Gebäude. Ich frag mich, wer das alles umgebaut hat.
Meine, die hatten 7 Jahre, ne? Aber da es hier keine Moblins gibt und sowas, dann waren das alles hier die. Diese Skelettkrieger oder was? Die das aufgebaut haben oder musste, hat er einfach die Leute hier versklavt und die dann gezwungen, das zu bauen. Hase, hörst du mich? Hier spricht Drausu. Die 6 Weisen sammeln ihre Kraft, um eine Brücke zum Portal von Ganondorfs Schloss zu legen. Der Wachturm des Schlosses, auch der Teufelsturm genannt, wird von 6 Siegeln des Bösen blockiert. Brich die Siegel, dringe in den Turm ein und rette Prinzessin Zelda. Oh, wow. Oh, das ist hübsch. Das ist hübsch. Und jetzt haben wir die Rainbow Road. Die Rainbow Road to Hell. Und links so. Klappt das hier wirklich? Kann ich da drauf gehen? Okay. Final Lap, okay. Hallo Leute. Bitte schießt nicht auf mich. Na gut, dann schießt auf mich. So, wajo. Dann gehen wir mal hier rein. Okay, was haben wir hier? Hey! Wow! What? 2 Schläge? Was war denn da los? Was kriegen wir hier? Einen Schlüssel? Nein, viel besser, Subine. Geil. So. Dann brauchen wir den Feuerpfeil. Und Dienst Feuerzauber nehmen wir auch. So. Und dann gehen wir mal hier rein. Was finden wir hier? Also es sollte ja schon irgendwie zum Dungeon passen, ne? Zum Waldtempel. Also diese einzelnen Wege, oder? Das macht doch dann Sinn. Oh Gott, wie soll ich das denn schaffen? Controller? Wow, du bist ein bisschen echt, also du bist echt im Arsch, merke ich gerade. Was muss ich mit den Pegasus-Stiefeln machen? Das schaffe ich doch nicht. Wie machen wir das denn am besten? Machen wir erstmal das Auge platt. Ich glaube, das geht auch mit Pfeilen, ne? So hoch. Ich möchte jetzt auch nicht zu viele verschwenden. Okay. Können wir nicht Bombenpfeile machen irgendwie? Komm, öffne dein Auge wieder. Ich trau mich nicht da. Ich trau mich da nicht einfach zu gehen. Und ich weiß auch nicht, in welche Richtung die jetzt wehen. Wow, er lässt sich echt viel Zeit, ne? Gott! Ach, ich glaube, der geht nicht kaputt mit den Pfeilen. Na gut, wie machen wir das? So machen wir das. Ja, das war echt klug. Ist das jetzt wieder da? Okay, ich muss das in einem Schritt schaffen. Er wollte mich hart verarschen. Oh Gott. Okay, das kriegen wir auch so hin, ne? Kann ich mal. Okay. Wie machen wir das? Ich hab Schiss, ne? Was bringt mir das denn hier, diesen Schalter da zu betätigen? Also den kann ich ja später noch holen, aber was bringt mir das? Ganz ehrlich.
Was passiert jetzt? Ah. Okay, das ist praktisch. Das gibt mir ein bisschen Rückendeckung. Was ist, wenn ich jetzt... Okay. Oh, wie machen wir das denn jetzt hier mit dem hier? Oh Gott. Da fehlt doch nichts. Nee, das machen wir, wenn... wenn das Teil aus ist. Ich versuche einfach ganz schnell hin und her zu laufen. Dang it. Das muss doch funktionieren. Ich mach den zuerst. Okay. Next try. Okay. Okay. Nice. Okay, dann gehen wir hier rüber. Riskieren wir es? Ja, kommt, Leute. Oh, das ist so nervig. Das habe ich jetzt. Also, damit habe ich nicht gerechnet. Zap. So, und dann müssen wir einfach nur noch das hier einsammeln. Dann warten wir mal kurz noch eine Phase ab. Das weht immer noch. Okay, jetzt. Oh nee. Oh Gott. Gott, ist das nervig. Was muss ich damit machen? Wahrscheinlich Lichtpfeile draufballern. Ja, das war klar. Oh Mann, das ist aber echt nicht ohne hier. Vielleicht war das auch der nervigste Raum jetzt. Oh, Salia! Die habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Das Waldsiegel ist gebrochen. Beeil dich, Hase. Mehr hast du mir nicht zu sagen. Das macht mich ein bisschen traurig, Salia. Ich dachte, ich bedeute dich mehr. Ich bedeute dir mehr. Wow. Ach so, wir starten. Oh, ich hätte mal die Vasen vielleicht vorher, untersuchen sollen. Okay, das ist ein guter Tipp. Dann machen wir weiter mit dem Feuersiegel. Wir machen das auch in der gleichen Reihenfolge wie die Dungeons. Ist das das Feuer? Wie sieht denn Feuer nochmal aus? Das ist Wasser. Nee, ich glaube, das ist Feuer hier. Kein Geisterkack. Jo. Hallo. Oh. Ernsthaft? Okay. Das sieht nicht allzu schwer aus hier. Ja, genau. Ja, lauf da einfach durch, Link, ey. Weißt du? Ja, ist doch egal, ey, ganz ehrlich. Ist doch egal, ich schaff das auch so. Wow. Das hat auch nicht wirklich was mit dem... mit dem Feuertempel zu tun, dieser Raum. Ich dachte, die wären da kreativer. Was das? Oh, wow. Ja, gut. Wow, jetzt habt ihr ein paar Feuergegner hier und dann soll das hier... Okay. Ich wollte doch sagen, ey, ich bin doch nicht blöd. Natürlich geht das so. Krabbelmin! Ach
So, ich muss da rüber. Okay. Drülüm, drülüm. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, ne? Hey! Ich bin der Krabbelminenflüsterer. Was haben wir hier noch? Ah, interessant. Da sind bestimmt einige Fallen. Hauptsache, es kommt nicht irgendwie eine Hand auf einmal so. Surprise, Motherfucker! So, welches nehmen wir, Leute? Mein Glück in solchen Sachen ist immer sehr beschränkt. Ich entscheide mich für die hier. Okay, wenn ich mich richtig hinstelle. Link. Ich habe mich richtig entschieden. Das ist ein Wunder. Was passiert denn mit den anderen? Komm, wir schauen mal nach. Ich wusste, dass die Hand kommt. Ich wusste es. Ich wusste es einfach, ey. Das war so klar. Was passiert jetzt? Nochmal. Junge, ey. Nochmal oder was? Ey, wir machen das jetzt echt, ne? Ich will auch kein True irgendwie verpassen, deswegen mache ich das jetzt hier. Auch wenn ich nicht glaube, dass. Gott, ey. Tschüss. Tekonus, okay, sehr gut. Bisschen Magie. Oh, ziemlich geizig hier. Dasunia! Warum kannst du mir nicht einfach mithelfen hier? Also. Es war doch der Geistertempel! Ja, jetzt macht das natürlich Sinn. Ich hab mich vertan, Leute. Ich nehme alles zurück. Das hatte etwas mit dem Geistertempel zu tun hier. Wie bescheuert, ey. Ich bin echt so ein Held. Mir kam das direkt schon vorher Spanisch vor, deswegen habe ich auch gefragt so. Aber es sieht für mich halt rot aus und nicht halt geistig. Gruselig. So, wo gehen wir jetzt als nächstes hin? Müssen wir da runter? Achso, das sind sogar Treppen, okay. Ja, da ist Feuer. Das Feuer, Leute, ich hab's gesehen. Feurig. Dann machen wir Wasser zuletzt, oder was? Ja, kommt. So, das sieht doch ziemlich einfach aus. Eh? Okay, das gefällt mir nicht. Oh, ich dachte, ich könnte damit einen Enterhaken irgendwie. Oh wow, er ist nicht abgesprungen. Ja, dann nehmen wir halt die Gleitstiefel. So, haben wir hier hinten was? Nein, da haben wir nichts. Okay. Dann gehen wir da rüber. Hallo, Leute. Da kann ich auch mit Enterhaken ran. Okay. Interessant. Ja, da müssen wir ja so rüber, ne? Boah, wie schaffen wir das denn? Ist da irgendwie so ein Enterhakenpunkt? Nee. Hä? Echt? Das klappt? Okay. Nein. Nein? Hä, wie kommen wir denn da hin? Vielleicht sagt uns das Auge der Wahrheit irgendwas. Wie kommen wir denn da hin? Ich weiß es noch nicht genau. Believe in the power of the mighty Link.
Vielleicht können wir auch noch gar nicht hier weiter, weil uns das Kraftarmband fehlt. Kann natürlich auch sein. Weil ich glaube, dann schmeißt er das da hinten hin. Okay, wir gehen erstmal hier raus. Ich glaube, hier können wir noch nicht weiter. Vermute ich jetzt einfach mal. Da! Okay. Das machen wir zuletzt. Okay. Dann gehen wir zum Impa-Part. Impart? hier rein. Wow, was haben wir hier? Ja, machen wir mal auf. Schöne Rubine, dankeschön. Kann ich sehr gut gebrauchen. Dann gucken wir trotzdem mal nach. Nee, da ist tatsächlich nichts. Was passiert denn? Oh wow. Junge, 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 Junge. Und er schmeißt mich ganz runter. Der Bastard. Dieser kleine Bastard. Ey. Dieser Bastard, ey. Dieser Bastard. Mach ich von hier hinten, fuck ich. Oh, shit. Stirbst du? Ich muss ein bisschen... Nice, er ist gestorben. Muss ein bisschen sparsam sein, merke ich gerade mit den Pfeilen. Ja, meine Rüstung ist weg, meine Lieblingsrüstung. Ist ja geil, ne? Wolltet ihr das so sehen? Oh shit, da waren Pfeile drin. Und jetzt komme ich nicht darüber, ne? Weil ich die Pfeile haben wollte. Ja, geil. Ja, super gemacht. Das war echt elegant von mir. Nein, ich hätte einfach von da hinten natürlich... Oh, ich bin so blöd, ey. Gott. God damn, ey. Oh, erstmal verballert, ne? Oh, ich bin so verballert, ey. Oh, ey, wenn das jetzt an den Pfeilen gleich hapert, ne, dann fass dich aber aus. Ne, wir gucken jetzt nach, ob hier Pfeile drin sind. Ob die wieder auftauchen oder... Nice. Okay. Das ist gut. Ich habe nichts gesagt. Super Dungeon hier. Macht super Spaß. Was ist das denn hier? Okay, da kann ich runter. Da kann ich auch irgendwas machen, aber komme ich da rüber? Scheint mir nicht der Fall zu sein. Wie machen wir das denn? Oh, das ist ziemlich dunkel. Man kann kaum zielen. Haha! Aber nicht vor Hawkeye. Hawkeye Pierce. Ja, geil, ey. Ey, super gut. Gut. Gott, ich bin jetzt so ungeduldig, ne? Ey, das könnt ihr gar nicht euch vorstellen. Wow. Gott, ey, ich hasse das. What, what, what? Mein Controller! Schaffe ich das noch? Mein
schaffe ich nicht mehr. Fucking Controller! Jetzt geht's aber rund hier, ne? Alles läuft aus den Rudern hier. Oh, ich hoffe, da sind wieder Pfeile drin. Bitte, bitte, bitte. Lasst ein paar Pfeile drin sein. No. War ja so klar, ey. Okay, das hat wenigstens geklappt. So. Also. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt, wirklich. Oh Gott, ich hab nur noch so wenig Pfeile, ne? Ich hab gedrückt. Er hat einfach nicht. Er hat einfach das nicht machen wollen. Hey, jetzt wird das an den Pfeilen scheitern. Ah, oh, die Truhe ist noch da. Ein Glück, ey. Oh, puh. Hier sind die Handschuhe drin, ne? Ja, dankeschön. Ey, meine rote Rüstung ist weg, ne? Das macht mich richtig fertig. Macht mich auch richtig traurig, besser gesagt. Ja, da habe ich wirklich nicht getroffen, das, ja. Eh? Ach so, das ist dafür. Dann kann ich da doch mit den Pegasus-Stiefeln drüber. Also mit den Gleitstiefeln. Nein, kann ich nicht. Ey, wisst ihr was? Fickt euch. Ich kann das jetzt eh hier nicht weitermachen. Dann bin ich jetzt erstmal wieder zum Feuer. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass es so nervig wird. Und dass ich so schlecht hier durchkomme. What the fuck, ey. Gucken jetzt erstmal da unten nach, was da ist. Gott, ey, nervig. Nervig ohne Ende. Heb hoch. Ja, was ist denn jetzt hier? Dankeschön. Ach, das ist auch ein Siegel, ne? Das will ich nicht machen. Ich brauch Pfeile. Mann, ey. Kann sowas so nervig sein? Wow, yo, ich habe keine Rüstung. Wie geil ist das denn? Ja, wow, cool. Ja, das ist ja nice. Ja, vielen Dank aber auch. Oh, ich fasse es, ey. Gott. Ich hab keine Lust mehr. Ja, yeah, Sabine, das hat jeder hier gebraucht. Sterb gleich. Wow. Okay, Leute. Okay, ihr habt gewonnen. Ihr habt gewonnen, Leute. wow. Mein. Ich drück nichts, ne, Leute? So, eure Information. Das ist einfach nur der Controller. Nein. 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 Obwohl, was bringt mir das, wenn ich mich dahin porte? Dann komme ich da auch nicht raus, ne? Das heißt, ich muss den ganzen Weg jetzt dahin latschen. Ja, wie machen wir das, ey? Egal, wir gucken mal, wie weit wir kommen. Nein.
Ach, hier kann ich mich nicht warten, okay. Wisst, was ich speichere und dann mache ich weiter. Sichern, ja. Ach so, ich kann gar nicht beenden. Ah, auch nicht schlecht. Ich kann das Spiel gar nicht so einfach beenden. Ja, dann. Gehen wir halt hier ganz normal raus. Vielleicht werden wir auch sogar hier gekillt. Das wäre ja auch witzig. Dann können wir jetzt auch erstmal zur Fee, ne? Ich wäre fast da reingefallen. Ah, schön. Das macht Spaß. Aber die halten mich ja auch wieder, die Fee. Das ist das Gute. Da ist doch eine Fee, oder? Also wenn ich mich recht erinnere, war da eine Fee. Heb an! Schmeiß weg! Yay! Gut, können wir jetzt bitte weitermachen? wow, ey. Okay. Bitte heile mich, liebe Fee. Wo bist du? Da bist du ja. Oh? Du gibst mir Phasoses Winterzauber. Keine Ahnung. Hallo, mein süßer Hase. Ich bin die Fee des Mutes. Ach, wie passend. Ich verstärke deine Abwehrkraft gegenüber feindlichen Attacken. Sei bereit. Ach, so ist das. Krass. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Also, ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Ach so, dann werden die weiß. Umrandet die Herzchen. Okay. Füllst du meine Magie auch auf? Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Ja, dankeschön. Deine Abwehrkraft wurde verstärkt. Gegnerische Angriffe fügen dir ab jetzt nur noch halb so viel Schaden zu. Praktisch. Bist du vom Kampf erschöpft, besuche mich einfach wieder. Bye bye. Okay, Magie hast du auch aufgestockt. Cool. So, ja, dann müssen wir jetzt kurz zu den Gryphonen, ne? Meine schöne Rüstung, ey. Meine geliebten Toons. Verdammt seist du, Yuimoto. Ja, es ist heiß hier, ne, Navi? Aber 1:44, das sollten wir doch wohl schaffen. Ja, yeah, sechs Pfeile habe ich jetzt. Gib das her, ich will das haben. Schön, dass wir hier nochmal sind. Das war natürlich alles geplant. Wie viel kostet dir denn 100? 200 Orken! Du Wucherer! Du Wucherer! Ja, gib mir noch ein paar Bomben, ey, wenn wir jetzt sowieso gerade im Kaufrausch sind. Das kannst du jetzt nicht kaufen, okay. Schön. Das war ja echt cool. Tja, wie ging das Lied? Ich hab dich nicht gedrückt. Ich hab dich nicht gedrückt. Ich hab dich nicht gedrückt. Ich drück dich nicht. Was ist denn mit dir los?
weiß das Lied eh nicht. Das wisst ihr doch alle. Also, wenn ihr euch eines sicher sein könnt, dann ist es, dass ich die Kantate des Lichts einfach mir nicht merken kann. Gott, bitte, Controller, bitte. Bitte hör auf. Ich kann nicht mehr zurück, weil er nicht. Okay. Okay, was machen wir? Vielleicht geht's jetzt? Ich muss, weiß nicht. Was, wie kommen wir jetzt am schnellsten da zurück? Ey, ich krieg hier langsam die Krise. Wenigstens sind hier ein paar Pfeile, das ist doch schon mal gut. Haben wir schon wieder 16. Vielleicht funktioniert's jetzt? Nein. Ich kann noch nicht mal andere Lieder spielen. Dann gehen wir durch den Wald. Jetzt latschen wir da ernsthaft ganz nochmal durch. What the fuck, da hinten die. Die Bastarde. Ich glaube, die sind jetzt feindlich, ne? Ja, wir gucken uns das Spiel nochmal schön an. Ist ja auch nicht schlecht, ne? Ich könnte ja auch einfach speichern und dann, das ist eine gute Idee. Ich speichere jetzt hier und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und hoffentlich dann wieder mit einem funktionierenden Controller und mehr Skill. Also, bis dann. Tschö, tschö.